Moin zu Lebenslang 1, dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop. Crunch-Time wollte ich schon fast sagen, aber wir sind nur kurz davor. Im Endeffekt jetzt ja, eine Woche vor dem Auftakt. Alle Testspiele sind durch. Knappe Niederlage nochmal mit der vermeintlichen A11 gegen Rennes im bretonischen Hexenkessel. Tag der Fans war auch noch, endlich mit Maskottchen, was ja auch für dich ganz wichtig ist, auch wenn ein absolutes Stadionverbot ist, was man wieder nicht verstehen kann. Denn wer die Zusammenfassung des Freundschaftsspiels geguckt hat, war natürlich da auch ein Maskottchen auf dem Platz, kurz vor dem Anstoß, trotz der Hitze. Also da muss ich Werder natürlich nochmal strecken. 50.000 Mitglieder, auch eines der heißesten Themen, aber Scoop, ich muss sagen, ich fange mal anders noch an, auch wenn ich jetzt schon so lange einen Monolog halte. Ich finde es sehr erstaunlich, wenn man das schon so lange begleitet, dass wenn man sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt und alles mal so ein bisschen in der Tiefe immer mal nachhört und hier und da guckt, dass man dann auch ganz gut immer weiß, wie wer da tickt. Denn was kam jetzt nach und nach raus? Mitchell Weiser hat jetzt letzte Woche bestätigt, dass Friedl komplett recht hatte mit dem Trainingslager und seiner Wutrede, dass er auch nicht verstanden konnte, warum so lasche Einstellung war. Man sieht es jetzt an den Freundschaftsspielen. Ole Werner hat auch nochmal betont, dass er dringend eigentlich Verstärkung braucht, auch um den Kader nochmal voranzutreiben. Und das sind ja alles so Sachen, die wir auch angesprochen haben, wo man immer sagen kann, ja, zu viel Kritik, zu übertrieben, sind da nur Freundschaftsspiele und so weiter und so fort. Aber man merkt halt schon, wenn man das so lange begleitet, Werder, dass da immer sehr viel Wahrheit dran ist. Und der Schein trügt nicht, wie man so schön sagt. Und ich finde auch, es ist zu wenig Konkurrenzkampf in der Mannschaft, habe ich den Einschein, weil auch halt viele Spieler sich nicht aufdrängen. Und da müsste jetzt noch einiges passieren in den letzten zwei Wochen, auch des Transferfensters. Das stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe, es müssten drei sein. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Scoop, nach meinem Monolog, nimm mal irgendeine Frage auf, dass wir starten können. Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Ich nehme alle Fragen gleichzeitig auf. Also ich fange mal an. Mit der positiven Nachricht, das 50.000. Mitglied haben wir. Und wir haben eine neue Mitgliederkampagne gestartet. Auf jeden Fall, Hess Grunewald hat das am Tag der Fans, ich habe mir heute Morgen mal so ein Video dazu angeguckt, am Tag der Fans gesagt, er will bald die 100.000 erreichen. Also das finde ich schon sehr, 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 sehr weit hergeholt. Weil wie lange haben wir für die 50.000 gebraucht? Ich glaube, 30 Jahre bestimmt, wenn nicht sogar länger, bis wir die 50.000 Mitglieder hatten. Und er hat eine Vision, er sagte wohl noch in dem Satz, ich will das nicht sofort haben, aber er hat eine Vision, dass er 100.000 Mitglieder bei Werder stemmen möchte. Und da kann ich nur sagen, Sepp, ich hoffe ganz ehrlich, dass er dann noch lebt, wenn das 100.000. Mitglied da ist, weil ich gönne ihm ein langes Leben, versteht mich bitte nicht falsch, er soll 100 Jahre werden, er soll kerngesund bleiben und 100 Jahre werden, aber nochmal 50.000 dazu und 100.000, ich denke mal, das wird auch nochmal 30 Jahre dauern, ist meine persönliche Meinung. Ja, dann Auswärtsspiel in Rennes, 10 Stunden Autofahrt nach Frankreich. Es gibt sogar in Anführungsstrichen positiv bekloppte Fans, die sich ins Auto setzen und 10 Stunden dahin fahren. Also dazu sage ich ja nur Chapeau, Chapeau, was diese Fans für diesen Verein tun. Das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, Sepp, das ist der Faustpfand für diesen Verein. Nochmal, ich möchte den Verein nicht zu nahe treten, aber hätten wir so Fans wie die TSG Hoffenheim oder so, dann würde es den Verein, glaube ich, schon in der vierten Liga geben oder so, weil nochmal, alle Grünen und was die sich alles haben einfallen lassen. Und als ich das gehört habe, dass 120 Fans zu einem ganz normalen Freundschaftsspiel international 10 Stunden nach Rennes fahren, dann sage ich Chapeau, Chapeau. Das kann man verbinden mit einem Urlaub, aber kann man verbinden, wenn man da in der Nähe ist. Oder aber aus Bremen oder irgendwo aus Deutschland direkt für dieses Freundschaftsspiel dahin zu fahren. Ich würde jeden Einzelnen gerne anschreiben oder jeden Einzelnen vorbeifahren und jedem die Hand geben, der da hingefahren ist. Also der Aufwand, Chapeau, Chapeau, was die Fans leisten. So, und jetzt kommt der Crasher zu Mitchell Weiser. Und dann sagt er natürlich auch, wie ein Marco Friedl, zu lasch trainiert, zu wenig trainiert. Wir haben keinen Fokus auf das Training gelegt. Und dann sehe ich 120 Fans, die von Bremen nach Rennes fahren. Also da passt das Verhältnis absolut gar nicht. Und wie gesagt, ich kann nur eins hoffen, Sepp, das haben wir auch gesagt, gewinnst du heute in einer Woche 18 Uhr in Cottbus, dann hat Ole Werner nicht so viel falsch gemacht. Sollte er aber in Cottbus verlieren und wir fliegen mal wieder in der ersten Runde raus, dann bin ich der Erste, der sofort steil geht und auf 180 ist, weil dann weißt du sofort, was ich für Argumente liefern werde. Dieses Ringelpiez mit Anfassen in der Vorbereitung, das geht gar nicht auf jeden Fall.
Dann hast du das Auswärtsspiel in Augsburg, dann kommen die Dortmunder, dann musst du nach Mainz, dann kommen die Bayern. Ja, wie gesagt, nach dem vierten Spieltag bin ich mal gespannt, wie wir hier sitzen und wie wir dann reden werden. Immer noch bis, Klammer auf, die Fans, Klammer zu, ist die reine Vorbereitung eine absolute Enttäuschung. 3 Leute haben den Verein verlassen. Dafür sind nur Kolke gekommen. Sepp, hilf mir bitte auf die Sprünge. Wer ist noch gekommen? Börk ist zurückgekommen. Ist da. Grüll ist da. Okay, Grüll. Eli Alvero. Ja, okay, den hatten wir auch schon letzte Saison. Aber auch nicht. Genau, dann redet man in den ganzen Interviews davon, dass die Mannschaft zusammengeblieben ist, dass sie eingespielt ist und dann verlieren die jedes Spiel in der Vorbereitung. Also Sepp, ich höre jetzt auch mit meinem Monolog. Ich hoffe, ich habe zu einigen Sachen etwas gesagt. Und wen ich absolut nur loben muss, sind die Fans halt. Das ist ganz, ganz großes Tennis, was die da fabrizieren. Ja, da kann ich dir recht geben. Die Fans wieder mal Champions League reif. Rest sicherlich ausbaufähig. Ich finde auch das, was jetzt man selber gesehen hat, als auch viel durchgelesen hat, wenn man sich mal die Kommentare überall anguckt. Das spielerische Element ist auch das, was, glaube ich, mich selber auch stört. Das heißt, wir haben wenig Chancen, die wir uns kreieren. Viele Tore sind auch eher aus Standards. Ja, auch jetzt zum Beispiel beim 1:1 am Wochenende war es ja wieder Bittencourt, der quasi dann Malatini eingesetzt hat per Freistoß. Wir hatten es auch beim letzten Mal gegen Coventry, war auch ein Tor wieder, ich glaube, nach Ecke. Keke Top dann mit dem Kopfball. Das heißt, wir leben viel von den Standards, obwohl die ja anscheinend nicht trainiert werden. Und ich finde, man sieht halt nur selten dieses Kombinationsspiel nach vorne und dass man da irgendwie so eine gewisse Durchschlagskraft hat. Wenn man sich jetzt auch nochmal den Tag der Fans anhört, was die meisten brauchen, sind es eigentlich so Kreativspieler. Wir brauchen einen Diego, wir brauchen einen Miku, wir brauchen vorne jemanden, der irgendwo mal ein bisschen die Mannschaft führt. Und man hört gar nichts auf dem Transfermarkt. Natürlich will man das Geld nicht großartig ausgeben, aber man hat natürlich auch ein bisschen so die Hoffnung mit Deman, die sich bisher nicht entwickelt haben. Alvero, katastrophale Vorbereitung bis dato. Justin, der vielleicht seinen Stammplatz jetzt auch verloren hat. Es kommt halt jetzt viel zusammen und wir werden sicherlich heute noch nicht drüber sprechen, denn wir machen zu eurer Freude natürlich noch diese Woche einen echten Vorbericht dann auf Cottbus. Da müssen wir mal schauen. Ich denke irgendwann zwischen Freitag und Sonntag, damit ihr es auch noch rechtzeitig bekommt. Und ja, mir fehlt da noch ein bisschen die Überzeugung. Ich muss aber sagen, dadurch, dass jetzt mehr Spieler da sind, sind jetzt die letzten Spiele etwas besser gewesen. Auch vor allen Dingen, weil die Mannschaft dann schon sich klarer abzeichnet. Aus meiner Sicht gibt es vielleicht nur noch 1 bis 2 Positionen, die zu klären sind. Also neben den Duxch quasi der Nebenpart im Sturm und halt in der Abwehr, in welcher Konstellation die zu dritt spielen. Ansonsten steht für mich einfach schon die Mannschaft. Und da will ich direkt ein anderes Thema ansprechen. Duxch, da hört man jetzt ja immer stärker Gerüchte Hoffenheim, Nachfolger von Maxi Bayer. So, Skup, jetzt erstmal dein Statement dazu und dann kann ich dir natürlich auch nochmal was anderes dagegen sagen. Du zauberst mir sofort ein Lachen ins Gesicht, wie du siehst. Also ich fahre persönlich nach Hoffenheim. Ich nehme ihn auf den Gepäckträger, kein Thema. Ganz ehrlich, auch Hans Heikel hat es gestern noch am Tag der Fans gesagt, letzte Saison der beste Scorer, davor die Saison der beste Scorer. Ja, alles gut, alles schön und gut. Sepp hat euch aber auch schon oft genug erklärt, dass ganz, ganz viele Standards dabei waren. Also hätte ein anderer Spieler die Standards geschossen, wäre wahrscheinlich genauso gut dabei gewesen. Und deshalb, der ist bei mir durchgefallen, der kann auch nichts mehr gut machen, muss ich ganz ehrlich sagen, durch seine Aussagen, durch sein Auftreten. Ich habe ihn live im Trainingslager gesehen. Also ich hätte persönlich kein Problem damit. Ich glaube auch einige Werder-Fans, so wie ich es auf der Tribüne im Zillertal gehört habe, hätten auch nichts dagegen, wenn ein Marvin Duxch den Verein verlassen sollte. Weil das Positivste daran, Sepp, die Ausstiegsklausel war bei 7 Millionen, glaube ich. Also der Verein, der ihn jetzt holt, ob Saudi-Arabien ist oder ob Hoffenheim ist, die zahlen auf jeden Fall schon mal mehr als 7 Millionen. Dann habe ich die Hoffnung, dass es sogar zweistellig wird. Und das kann Werder Bremen ja nur gut tun. Und deshalb, ich würde es mir Glück wünschen, wenn Marvin Duxch den Verein noch verlassen würde. Peter Niemeyer oder Clemens Fritz, einer von beiden, hat gesagt, es soll keinen Füllkrug geben wie letzte Saison, also kurz vor Transferschluss, dass der noch verkauft wird. Aber ich hätte da kein Problem mit, wenn Marvin Duxch kurz vor Schluss nochmal verkauft wird. Absolut gar nicht. So, und jetzt komme ich nochmal dazu. Aufgrund der Sachen, die wir auch besprochen haben, sehe ich es zumindest anders, dass ich ihn nicht verkaufen würde bis nach dem Spiel gegen Augsburg. Und zwar, weil wir einmal Cottbus haben, die jetzt, glaube ich, auch alle 3 Partien in der dritten Liga verloren haben.
wo wir ihn brauchen, weil vorne wenig Aktionismus, also wenig, sagen wir mal, Eingespieltheit und Gefahr ist. Und wir aufgrund der guten Statistik ihn einfach brauchen für das Spiel und auch meines Erachtens für das erste Bundesligaspiel. Und vorher würde ich ihn niemals abgeben. Das ist jedenfalls mal meine Aussage, weil den jetzt zum Beispiel in dieser Woche noch zu verkaufen vor dem Spiel, natürlich musst du sagen, dritte Liga, null Punkte, die musst du halt schlagen. Aber ihr wisst ja auch, Werder ist halt keine Pokalmannschaft mehr in den ersten zwei Runden so richtig, sondern scheidet gerne aus. Und da ist halt ein Nachfolger überhaupt nicht integriert. Und auch erst das erste Bundesligaspiel würde ich gerne dann noch mit einer alten Konstellation machen. Danach kannst du immer noch genug Unruhe reinbringen. Und vielleicht sind dann die anderen auch schon ein bisschen weiter. Aber ich würde ihn zumindest jetzt nicht für die ersten zwei Spiele verkaufen, sondern wenn halt danach. Ja, das ist ja schön an unserem Podcast. Andere Leute machen Podcast alleine, dann zählt nur eine Meinung. Wisst ihr, wir haben wenigstens verschiedene Meinungen und das ist auch gut für die User, die dann die Kommentare noch reinschreiben müssen, also ihre Meinung reinschreiben muss. So unterschiedlich sind wir. Selbst stell dir vor, der Podcast würde sich ja nicht lohnen, wenn wir immer die gleiche Meinung hätten. Auf jeden Fall, also wie gesagt, ich wäre froh. Dann nochmal zurück zum Tag der Fans. Das muss ich nochmal einspielen, Sepp. Ich wieder persönlich, ne, ich hau wieder einen raus. Ich finde es eine absolute Katastrophe. Du hast es gerade schon einleitend gesagt. Ich finde es mega, mega, mega gut, dass wir endlich ein Maskottchen haben, der auch einen super Auftritt beim Tag der Fans hatte. Aber ich finde es wieder ganz ehrlich eine absolute Katastrophe. Und das ist für mich persönlich als Werder-Fan wieder das amateurhafte Verhalten von Werder Bremen. Warum lasse ich ein Maskottchen in die Saison starten, sozusagen, der dann nachher nur für die Kids da ist? Also ein Maskottchen gehört ins Stadion, egal wer, guckt euch Dortmund, guckt euch Bayern an, guckt euch den HSV an, guckt euch die ganzen Mannschaften an, die ein Maskottchen haben. Dieses Maskottchen gehört dann auch vor jedem Bundesligaspiel ins Weserstadion, muss mit der Mannschaft einlaufen und muss an der Seitenlinie stehen. Meiner Meinung nach, bitte sofort, beschimpft mich, wenn ihr das anders seht, aber ich finde es einfach amateurhaft, dass man ein Maskottchen endlich nach Jahrzehnten ins Leben ruft und dann ist dieses Maskottchen in Anführungsstrichen nur für die Kids da. Dieses Maskottchen muss für den ganzen Verein da sein, Sepp, und nicht nur für die Kids. Das ist für mich wieder eine Außendarstellung, die bei Werder Bremen überhaupt gar nicht geht, die mich auch richtig anfuchst, wie du merkst. Genau, und dann geht direkt mal bitte drauf ein, vielleicht wisst ihr mehr Informationen noch, warum Toni, die Möwe, ja, das ist ja angeblich sozusagen der Nachfolger von unserem ersten Maskottchen und quasi der Sohn in Anführungsstrichen, wurde das ja so ein bisschen tituliert in der Außendarstellung. Aber warum Toni nicht ins Stadion darf, weiß ich auch nicht. Du hast es ja gerade erwähnt, der ist überall da. Ich habe mich gerade noch mal erinnert an Eishockey, da gab es auch überall die Maskottchen, die rumliefen. Ich habe es gerade erzählt, selbst hier beim Freundschaftsspiel haben die ja Maskottchen dabei. Ich war mal, wo ich dir noch lustigerweise auch, glaube ich, mal ein Foto geschickt habe, mal in Belgien, irgendwo beim Zweitligisten, nein, in Eupen war ich mal, weil ich da in der Nähe gewohnt habe, ist schon ein paar Jahre her, so 10 Jahre oder so. Genau, da gab es auch ein Maskottchen, so ein Panda-Bär. Überall gibt es das und richtig, das ist ja absurd, das jetzt nur für die Kinder zu machen, weil da kommt ja gar nicht so viel bei rum und auch die Kinder würden sich ja im Stadion darüber freuen, wenn die Möwe Toni ein bisschen vorbeiläuft und ein paar coole Fotos schießt. Und in Bremen ist es ja auch wettertechnisch meistens etwas milder bis regnerischer. Also bis jetzt auf am Tag der Fans, glaube ich, gibt es gar keinen Hitzerekord in Bremen. Versteht mich bitte nicht falsch. Wir gönnen das den Kindern vom Allerfeinsten. Jeder, der einen Kindergeburtstag in der Werderhalle macht und wo der Toni ruft, freue ich mich über die lachenden Kinderaugen. Versteht mich da bitte nicht falsch. Nur wenn ich nochmal, und das ist für mich das entscheidende Argument, der entscheidende Grund, wo ich wieder total steil gehe. Wenn ich ein Maskottchen einführe, dann führe ich das für den ganzen Bundesliga-Vereine und auch fürs Weserstadion und nicht nur für die Kids. Und das ist für mich wieder, tut mir leid, das ist amateurhaft. Das ist für mich wieder ein total amateurhaftes Verhalten. Apropos amateurhaft, jetzt wollen wir aber schnell wieder, dass ich gute Laune kriege, Sepp. Erster Sieg der U23 in der Regionalliga Nord gegen Ottensen. Haben wir den ersten Sieg eingefahren und der, wie im Trainingslager so aufgefallen ist, der Wagner hat durchgespielt 90 Minuten und jetzt weiß er, warum der erste Sieg da passiert ist bei dem Jungen, der richtig eine ein Bombentrainingslager da abgehalten hat. Also herzlichen Glückwunsch an die U23 für den ersten Sieg. Das müssen wir hier natürlich auch nochmal festhalten. Ja, was mich ja ein bisschen wundert, du hast gesagt, sehr guten Eindruck gemacht insgesamt auch im Trainingslager. Gerne auch mal reinschreiben, wenn ihr da auch ein bisschen was mitbekommen habt. Leider wurde er nicht mitgenommen. Also nach dem Zillertal war er auch dann relativ schnell raus aus dem Training der Profis. Und hatte dann auch keine Möglichkeiten mehr, gerade für diese Position. Eher ein bisschen schade, dass man da vielleicht keine Integration macht. Und ja,
Für mich immer noch das Gleiche. Ich habe es, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt. Es fehlt so ein bisschen die Bewegung. Naby Keita, ja, hat man irgendwo mal geklärt, das Thema. Müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz erwähnen. Es wurde erst letzte Woche Mittwoch geklärt. Aber als ich das gelesen habe, man macht quasi weiter, wie man direkt nach dem Leverkusen-Spiel weitergemacht hat. Also Suspendierung und Einzeltraining quasi. Da waren wir dabei, ich kann das jetzt gar nicht mehr rausholen, bei der Deichstube war das so, ja, es war schwierig, sich jetzt immer mit allen Parteien an den Tisch zu setzen und so in der ganzen Zeit. Und da haben die dieses Ergebnis herausgearbeitet. Also für mich jetzt, ganz ehrlich, ich sag mal, wie ich das sehen würde. Ja? Die Saison ist zu Ende. Du hast diese Personalie, die ungeklärt ist. Und davon gehe ich doch jetzt erstmal aus. Entweder klärt man die sozusagen zu Saisonbeginn relativ früh oder es heißt grundsätzlich, das vom Leverkusen-Spiel bleibt halt erstmal so weiter bestehen. Das heißt, es ist ja für mich eigentlich eine Sache, die sozusagen weiter fortgeschrieben wird. Und jetzt ist das sozusagen die neue Lösung. Und man hat in der ganzen Zeit nie probiert, das irgendwie vernünftig dann miteinander zu reden. Man hat immer gehofft, dass jetzt über Olympiade vielleicht noch jemand kommt, der Kaufinteresse hat oder Sonstiges. Also für mich wieder ganz merkwürdig. Und wir machen leider ja trotzdem auch, ja, der Transfermarkt ist natürlich immer keine Einbahnstraße. Aber wir schleppen natürlich auch die ganzen Kaderthemen noch mit. Ne? Was ist mit Berg? Was ist mit Salifu? Was ist mit Leon Opitz als Nachwuchsspieler? Hat er eine Chance? Soll er verliehen werden? Und. Also wie gehen wir mit all den Kovnatski, wie gehen wir mit diesen ganzen Spielern um, die da sind, aber ja anscheinend auch keinen großen Impact haben auf die Mannschaft, Thema Verstärkung. Aber wir müssen ja irgendwas machen. Also solange die auch noch alle da sind, wird es auch kaum noch jemanden geben. Und ich sagte, wenn keiner verkauft wird, macht Werder wahrscheinlich gar nichts oder holt irgendwie einen Ergänzungsspieler noch. Ich muss nochmal die User mitnehmen zum Thema Keita. Finde ich auch wieder absolut amateurhaft. Ihr habt richtig Stoff hier zu schreiben. Mein Verhalten-Maskottchen, mein Verhalten-Keita ist für mich amateurhaft von Werder Bremen, was sie da veranstalten. Schreibt das Gegenteil rein in die Kommentare, wenn ihr meint. Auch Keita ist für mich total, du hast es gerade gesagt, warum hat sich das so lange hingezogen? Und dann, was ja für mich noch das i-Tüpfelchen ist, dann setzen sie sich einmal zusammen und finden keine Lösung bei einem Gespräch, da muss noch ein zweites Gespräch her. Die Situation ist doch eindeutig. Die Situation ist eindeutig, was Naby Keita da gemacht hat. Und dann reicht ein Treffen nicht, dann wird sogar noch ein zweites Treffen gemacht, wo schon fast die Saison beginnt. Also, wie gesagt, auch wieder Ringelquiz mit anfassen, was da passiert. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Was war denn gerade das Thema? Entschuldigung, jetzt bin ich bei Naby Keita, hat mich wieder die letzten Sinne geraubt hier. Ja, eigentlich war das so insgesamt die Transfer-Thematik und wie wir halt mit den ganzen übrigen Spielern umgehen, die ja auch noch auf der Lohnliste sind, wo wir keine Möglichkeiten haben. Und das ist eigentlich wie bei Naby Keita, man muss ja irgendwann auch den Schnitt machen. Ja? Klar will man den jetzt vielleicht nicht freistellen, kann ich alles verstehen, dass man halt dann nochmal was guckt. Aber bei allen anderen auch, also was Problem ist ja jetzt mit Berg-Turniere als Beispiel nur. Kann ich den natürlich trainieren lassen, aber trotzdem muss ich ja irgendwann einen Schnitt machen, weil willst du jetzt mit dem noch in die Saison gehen? Da fehlt mir so ein bisschen die Klarheit. Das heißt, wenn wir den jetzt nicht verkaufen, gehen wir jetzt weiter mit dem in die Saison oder nicht? Was willst du jetzt mit dem anfangen? Also blockierst du da nicht sowieso? Ne? Da fehlt mir jetzt auch wieder der Nachwuchsgedanke. Gehe ich jetzt hin und habe einen Spieler, wo ich weiß, den werde ich nicht mehr einsetzen. Soll er jetzt einfach da sein, weil er viel Geld kostet, dass wir den einfach so behalten? Auf gut Glück? Oder müsste da nicht eigentlich der Kaderplatz wieder für jemanden da sein, der nachwuchsmäßig vielleicht gerade eben noch schlechter ist, aber mehr Perspektive hat. Ja, da fehlt mir so ein bisschen das Gefühl dafür, was sie jetzt damit machen mit diesen Spielern. Ja? Weil du wirst ihn ja so oder so nicht los. Ich meine, ob er jetzt 5 Minuten Einsatz hat oder nicht, wird den Verkaufspreis wahrscheinlich jetzt auch nicht nach oben treiben. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, der muss trainieren und so weiter und so fort. Aber da werden sich die Vereine ja auch wissen, wenn der, ich sag jetzt mal, nie spielt, es ist ja schön, dass er trainiert, aber das kann er wahrscheinlich wirklich auch in einer Einzelgruppe machen. Da kannst du auch 5 Leute abstellen, die einzeln trainieren. Also da fehlt mir so ein bisschen das Gespür, was wir mit diesen ganzen Spielern machen. Weil Ole Werner wird sie definitiv alle ablehnen. Und ja, da hast du halt viele Spieler in der Gruppe, die du eigentlich nicht gebrauchen hast. Also du machst diesen klaren Schnitt dann nicht mehr. Und das fehlt mir jetzt und das müsste man meines Erachtens noch in den nächsten 3 Wochen dann hinbekommen. Und wenn man dann halt noch Spieler kauft, also verkauft und dann neue kauft, wird das wieder sehr chaotisch alles. Also es wird jetzt schon, wird darauf hinauslaufen nachher vielleicht eine Kombination aus den beiden mit Duxch hin und her, hat ja auch gesagt, 28.8., wenn da noch ein Angebot kommt, glaube ich schon, dass wer da mit sich reden lässt und genauso wird es dann sein, dann wird es wieder kurzfristig verkauft, dann kommt wieder keiner und so weiter und so fort.
Also ich sag mal, es könnte wieder ein totales Chaos sein. Dann machst du wieder so einen unruhigen Start, aber wir warten mal ab. Ja, Thema Oliver Börk, gut, dann nochmal für dein Trikot, das 3-2 von seinem Dortmund gemacht hat, hat ihn natürlich zur Legende gemacht in Bremen. Da werden sie 39 Jahren, werden wir 39 Jahre über diesen Typen reden. Aber ich habe ihn natürlich auch live im Zillertal gesehen, ne? Und die Körpersprache beim Training ging überhaupt gar nicht. Sowas Lustloses, wie der agiert hat, geht überhaupt gar nicht. Da habe ich auch gesagt, nach dem Zillertal-Trainingslager, okay, ist er weg. Aber wahrscheinlich kriegt er auch keine Angebote, ne? Das ist das Problem. Das ist wahrscheinlich ein Ladenhüter, weil keiner ihn haben will. Aber so, den musst du mit dem Kater trainieren lassen, weil von der Körpersprache her geht sein Auftreten überhaupt gar nicht. Und auch in den Testspielen, wenn du mal intensiv die Testspiele verfolgt hast, der kennt ja nur eine Richtung, der kennt ja nur nach vorne, nach hinten kennt er ja gar nicht. Und das ist ja im modernen Fußball gar nicht mehr möglich. Ne? Also das Thema und Transfersituation allgemein, wie gesagt, tut sich ja auch nichts. Und deshalb immer das gleiche Thema bei diesem Verein. Ja, wie gesagt, also gerade bei Berg ist das dieses Thema, das ist ja gerade angesprochen, da wird er teilweise auf der linken Seite eingesetzt, so als Alternative. Aber wie gesagt, willst du ihn noch umschulen oder so? Also mir fehlt da halt einfach mir fehlt da das Durchgängige. Jetzt klar, wir können ihn nicht loswerden, in Anführungsstrichen, aber für mich stellt sich halt die Frage, macht es Sinn, dann nachher fünf Spieler im Kader zu haben, die jeden Tag mittrainieren, die du aber eigentlich nicht mehr haben möchtest? Einfach nur so. Ja? Oder müsst du halt klare Schritte machen? Jetzt werden vielleicht andere sagen, na, das hast du ja immer wieder. Ja, gebe ich euch recht, aber das sind ja auch alle Spieler, wie jetzt zum Beispiel Berg, wie Cater, wo es ja ganz klar ist, weil man die ja schon hatte. Die waren ja schon da. Das ist jetzt ja nicht irgendwie, ich habe eine Mannschaft, jetzt kommt ein neuer Trainer rein, der mischt alles nochmal durch und dann bleiben fünf übrig, die halt kaum eine Chance haben. Es ist ja schon klar, dass es dann mit einigen schon nicht mehr lief. Ne? Und die Fantasie bei Kovnatski ist jetzt ja auch sehr mäßig zum Beispiel. Ne? Auch wenn die Vorbereitung jetzt gar nicht mal so schlecht war, aber es war letztes Mal auch. Also irgendwie hat Werder noch viele Baustellen zu machen und ja, wie gesagt, meines Erachtens passt es mir nicht, weil vorher nichts gemacht wird und dann wird es nachher in den letzten 2 Wochen alles so, die Mosaiksteinchen gemacht und ich glaube, es könnte echt chaotisch sein, wenn man dann Dux nochmal verkauft, auch für 8 Millionen oder 10 Millionen, um dann irgendwas zu holen. Ich glaube, da kommst du nicht mehr hinten gut raus. Da wirst du wahrscheinlich den September ganz schön leiden müssen, was die Ergebnisse angeht. Aber Thema Börk und Thema Keita, Nachwuchsförderung Werder Bremen steht ja auch ganz, ganz unten. Welcher Nachwuchsspieler ist in den letzten Jahren was geworden? Bei Ole Werner sowieso nicht. Dann packt Keita und Börk in die Regionalliga. Dann können sie den allen weglaufen. Der Keita kann die tödlichen Pässe spielen und der Börk läuft allen weg. Dann spielen wir vielleicht nächstes Jahr mit der U23 in der dritten Liga. Und wie gesagt, Nachwuchs wird bei Werder sowieso nicht gefördert. Deshalb ist das egal. Ist jetzt ein bisschen natürlich skurril von mir, aber wenn du das alles siehst, Sepp, das war mal alles anders bei diesem Verein und deshalb ist alles nur noch enttäuschend. Und wenn ich dann sogar gestern welche höre, die von Europa reden, ja, da fehlt mir ja jedes Wort, ne? Auf jeden Fall. Mit dieser Mannschaft in Europa, weil sie so eine super Rückrunde gespielt haben, weil sie Sechste letztes Jahr in der Rückrundentabelle geworden sind und so weiter und so fort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf einmal von jetzt auf gleich den Knopf umschalten kann und sagen kann, so, jetzt ist Energie Cottbus, das erste Runde DFB-Pokal, jetzt müssen wir liefern. Dann ist eine Woche Augsburg, jetzt müssen wir auch liefern. Das kann ich mir nach dieser lapidaren Vorbereitung einfach nicht vorstellen, dass das so ist. Glaube ich auch nicht. Wäre natürlich schön, wenn die uns Lügen strafen. Da freuen wir uns als erstes darüber, dass unsere Aussagen quasi so schnell widerlegt werden. Aber ich denke auch, jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, zumindest mal ein paar gute Spiele. Es war ja gar kein überzeugendes Spiel dabei, muss man sagen. Und es waren jetzt ja auch keine absoluten Top-Mannschaften. Wir haben jetzt ja nicht gegen Paris Saint-Germain gespielt oder so, ja, und haben dann 1-0 verloren. Muss man auch sagen, Rennen ja vielleicht, ja, ich glaube, die sind Zehnter geworden letzte Saison in der Liga. Liga, ja, eher etwas schlechter als Bundesliga, hätte ich jetzt mal gesagt, so im Durchschnitt. Also ist jetzt auch nicht der Riesenverein. Und auch da natürlich hat man jetzt das nicht hinbekommen. Von daher, es wird jetzt echt, es kommt aber auf die Spieler an. Ne? Upf, ja, wer weiß, vielleicht sind wir in drei Wochen, wir haben 3 Spiele gewonnen, dann ist alles super. Da muss ich aber sofort reingrätschen, du hast gerade richtig gesagt, Stade Rennes, Tabellen 10. der französischen Liga, Coventry City,
fast abgestiegen, Sheffield Wednesday fast abgestiegen und gegen den Oberligisten, was Norderstedt oder was, gegen wen haben wir dann nochmal 2-0 gewonnen? Den musst du normalerweise zweistellig abschießen. Also die Vorbereitung ist ja echt eine absolute Katastrophe. Wenn ich dann zum Beispiel lese, dass FC St. Pauli gestern den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo 2-1, 2-0 geschlagen hat, irgendwie sowas, und dann sehe unsere Spiele, ja, dann kannst du ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also da ist ja gar nichts. Und deshalb fehlen mir nochmal, du hast es gerade total richtig gesagt, wir beiden sind die Ersten, die Werder hochjubeln lassen, die sich freuen, wenn wir in Cottbus 4-0 gewinnen, wenn wir in Augsburg gewinnen, wenn wir zu Hause meine Heimatstadt Dortmund schlagen, was Schöneres gibt es für mich nicht, dann sind wir die Ersten, die dabei sind. Aber das ist echt so, so, so verdammt schwer, sich das vorzustellen nach dieser Vorbereitung. Du hast es gerade selber gesagt. Und dann auf einmal den Knopf umschalten und sagen, so, jetzt hauen wir die Augsburger weg. Da fehlt mir, wie gesagt, die Fantasie. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Schreibt gerne euer Gefühl mal da rein. Es ist ja mehr jetzt ein Gefühl, wie ihr das jetzt seht mit Werder gerade eben. Sagt ihr, okay, ist alles egal. Müssen wir erstmal die ersten Spieler ansehen. Wie seht ihr das mit den Transferbemühungen und insgesamt mit den Personalien? Sicherlich kommt da auch nochmal in den nächsten 2-3 Wochen einiges an Bewegung. Größere Transfers sind jetzt ja auch auf dem Markt da gewesen. Ja, schreibt gerne mal die Kommentare rein. Und wir müssen uns natürlich dann Ende der Woche mal festlegen. Vorbericht geht richtig wieder rund. Ja? Nicht nur hier News und Aktuelles und ein bisschen locker plaudern. Dann geht es an Aufstellung, dann geht es an Ergebnisse. Und dann geht es natürlich daran, dass man das Spiel auch sich nochmal voll reinzieht und hofft, dass wir mal einfach 3-0 gewinnen. Souverän, stabil. Und ja, das werden wir Ende der Woche besprechen. Bis dahin, euch schöne sonnige Zeit. Am besten ohne Gewitter und Regen noch durchkommen, und der Scoop hat sicherlich wieder einen Rausschmeißer für euch, und diese Woche hören wir uns dann sozusagen zweimal, und dann wird ja die Schlagzahl wieder erhöht, weil wir dann ja immer Vor- und Nachberichte haben. Also macht's gut, ciao. Ja, mein Rausschmeißer ist natürlich die Vision von Hess Grunewald. Denkt daran, 50.000 mehr ist seine Vision. Also der Sepp und ich, wir sind natürlich schon Mitglied beim glorreichen SV Werder Bremen. Die ganzen User, die uns zuschauen und noch kein Mitglied sind, sofort Mitgliedsantrag online runterladen. Hess Grunewald hat gesagt, die haben es doch vereinfacht online. Also der erste Schritt, wenn ihr uns gehört habt, sofort ans Internet online Werder Mitglied werden. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß. Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Grün-weiße Fahne overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein
Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.